Gleich wieder zum Strand und vorher drehen wir noch was für meine Germany's Next Topmodel Parodie. Und ihr müsst noch mal gucken, wo wir wohnen. Oh, der Chris ist oben ohne, der Chris ist oben ohne. Ja. Der mag. Ja. So, und hier haben wir so einen schönen Balkon. Und da drüben an dem Platz, da haben wir gefrühstückt. Das ist voll schön. Ey! Ne? Was ist denn hier los? Vor jedem Video. Vor jedem Video. Hey, hey, hey. So, Marc, T-Shirt aus. Freuen sich meine Zuschauer. Chris macht noch mehr. Die Wohnung hier hat mega das geile Feature. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar, was denkt ihr, was sich in diesem Schrank verbirgt? Ein Aufzug. Und der hat mega das coole Feature. Das müsst ihr unbedingt mal gucken. Marc nur so höher und Chris so hoch. Oh, weg sind sie! Oh, lass sie raus! Wir haben uns nicht richtig ab. Die stehen gerade einfach so hoch. Nee. Ja, beide nicht. Naja, doch, hier unten. Marc hat sich gerade die Haare rasiert. Ich hab mich rasiert, nicht unten in der Hose. Nein, also das ist natürlich nicht die Heidi, der Chris ist der Boris Entrop. Es sieht gut aus. Ich habe mega Schiss, die geht gleich zu. Ja, Steffi. Ach, come on, Heidi. Steffi. Thomas. Steffi. Wir chillen jetzt an einer wunderbaren. Wir chillen jetzt an einer. Wie nennt man das? Wir chillen in einer wunderschönen Bucht gerade, die uns unser Mieter quasi empfohlen hat. Und die heißt Cala Contessa. Mit wunderschönen natürlichen Baumschatten. Wir brauchen uns keine teuren Liegen und Schimmel mieten. Mit vielen Brüsten, ob jung oder alt. Wir alle verpixeln. Und da drehen wir gleich später, wenn die Sonne untergeht, in der Abendsonne noch eine wunderschöne Szene mit Gabi fürs Musikvideo. Und der Marc benutzt gerade Zahnseide. Jetzt an deinem Linker das weggekratzt oder was? Nee, ich weiß auch nicht, warum. Das sieht schlimmer aus als vorher. Ich war eingeschlafen und die Jungs haben mich ausgelacht, als ich aufgewacht bin. Oh ja, mach mal die Musik an. Weil ich auf dem Handtuch eingeschlafen bin. The Walking Dead hat der Marc nämlich zu mir gesagt. Es tut immer noch weh aus. Und hier seht ihr einen Storch in freier Wildbahn. So kalt ist das. Ah, lustig, lustig, lustig. Das ist so kalt, oder? Ja, es ist auf jeden Fall kalt. Boah. Ja, mega kalt. Sauber ist es, aber. Boah, fuck. Ich bin ein kleiner Calimero mit Sombrero. Wir müssen es gleich drehen. Die Sonne steht schon so schön tief. Und im Hintergrund seht ihr einen Storch, während er sich putzt. Und Gabi, bitte gleich romantisch performen. Guck mal, bitte. Was ist das denn? Da hast du aber direkt das beste Kleid ausgepackt. Ne? Ich wollte gerade sagen, guck mal, wie schön das ist, wenn das Licht so da durchscheint. Vielleicht dann auf der Seite. Sag mal, das ist ja voll gelblich. Wovon ist denn das? Das ist mein Karnevalskleid. Du hattest das mal im Karneval an. Ja, wie, das ist 10 Jahre her. Ja, aber ich habe das ja nie angehabt. Ja gut, aber ich bin ja nicht für deine Wäsche zuständig, Joyce. Nee, das ist total geil. Aber sonst ist es hier ganz schön. Und der Storch ist immer noch nicht sauber. Wir drehen jetzt hier gerade die wunderschöne romantische Szene von der Gabi, die ja wunderschöner Schlager-Liebessong-Sänger wäre am liebsten. Und der Marc filmt das. Und der Chris hält den Reflektor. Das ist doch nicht der Chris. Dieter. Mann. Mann, Dieter. Mandita. Okay, Marc, erklär du doch mal meinen Zuschauern, was wir machen. Genau, ja, wir drehen jetzt die Szene mit der Joyce und die muss die Musik anmachen
dass sie mitsingen kann. Weil sie den Text nicht kann, natürlich. Hä, doch, aber damit man halt auf den, genau auf den Beat und auf die Melodie ist, ne? Genau. Weil ich singe das gerne mal eine Tendenz zu langsam. Ah, fuck. Fuck. Oh, der Urlaub. Aufgedrückt. Die Arbeit ist vorbei. Wir haben den letzten Sonnenstrahl genutzt. Und er ist verschwunden hinter den Bergen. Das war geil. Und ja, und jetzt können wir morgen noch Urlaub machen. Boah. Morgen richtig privat am Ballermann, ne? Oh ja. Al Renault. 3 Tage Ballermann, 299 Mark. Wow. Da haben wir heute den ganzen Tag gechillt, wo ich mir die Fresse ins Handtuch gedrückt habe. Wie einsam und verlassen Strände dann doch viel also. Einsame und verlassene Strände sehen ja viel, viel schöner aus, oder? Sag nochmal. So schön ist das hier. Oh Mann, eben kam es viel glaubhafter. Das war ja auch ernst gemeint, aber wenn du dann sagst, sag nochmal und die Kamera auf dich hältst, dann ist das natürlich etwas so. Ein Kätzchen und Chris spielt immer mit Kätzchen, wenn da welche sind. Wisst ihr noch auf Gran Canaria? Oh, die ist dir unheimlich, ne? Guck mal jetzt. Wir sind jetzt im Healthy Food to Go. Ich ernähre mich heute mal gesund, wo wir sonst immer nur Baguettes gegessen haben. Naja, ich probiere das mal. Ist alles roh. Das ist die Suppe. Spinat mit Mandeln in kalt. Also Santa Catalina, nur damit ihr es wisst, ist wohl einfach nur voll mit Bars und Restaurants und Cafés. Hier geht man halt so zum Frühstücken und zum Mittagessen hin. Deswegen konnten wir die Jungs hier nicht glücklich machen. Die hatten ja vorher ihre Baguettes mal wieder geholt, ne? Obwohl es hier a lot of Sushi-Bars gibt, ja, und das wäre was für den Chris gewesen. Konnte ja keiner wissen, ne? Also. Nee, aber es ist halt hier so mehr Szeneviertel, aber halt nur zum Essen, Trinken und sowas. Und deswegen wandern wir jetzt mal wieder weiter in ein anderes Viertel oder wieder zurück zu uns. Ich muss schon sagen, Palma ist mega der gepflegte Ort. Das ist voll schön hier. Hätte ich gar nicht so gedacht, weil meistens sind diese Orte, wo die Flughäfen sind, direkt immer nicht so schön, ne? Aber es ist mega cool hier. Nicht so schön, ne? Aber es ist mega cool hier. Was hast du? Ich weiß nicht, ob wir. Hast du nichts gemacht? Ich dachte, die soll hier hoch und was? Nein, nicht ganz hoch, Mark! Chris, was ist mit deinen Muttergefühlen? Wo sind die? Ich fange ihn auf, ja? Lass mich einfach nach hinten fallen, okay? Ja, warte mal. Oh Gott, das ist ein bisschen hoch, oder? Oh, oh. Was ist jetzt? Boah. Oh Gott. Gesprungen, oder? Was? Der ist einfach runtergesprungen, das war voll hoch. Was? Auf Mark an. Emo. Der schon da so hinten hängt, auf der Bank. Soll ich so bleiben? Wir haben, und dann auf die Bierflasche. Ja, ja. Wow. Was ein Suffabend hier. 3 Dosen Bier 03 für 3 Leute und dafür eine Frau. Also wir sitzen hier bei spanischem Bier in der spanischen Mondlicht. Und ich muss euch noch was erzählen, weil ich mache übrigens noch einen Song. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber an dem arbeite ich schon mega lange. Nämlich 1 Jahr lang. Und der soll nämlich ganz toll werden. Oh nein, aber ich will das ja jetzt erklären. Die Erwartungen sollen ja gar nicht so hoch sein, weil das Ding ist, ich wollte immer mal in meinem Leben einen Song machen, den ich selber richtig cool finde. Das wird jetzt einfach mal so ein Projekt, wo ich denke, da habe ich richtig Bock drauf und deswegen investiere ich da gerade irgendwie so lange schon Zeit rein. Wolltest du was sagen? Nee. Boon! Guckt euch jetzt mal gegenseitig in die Hose im Hintergrund, bitte. Macht ihr das? Dieser Gabi und Dieter Schlagersong, das wird ja wirklich eine Parodie, ne? Das wird ja wirklich ein Spaßsong, so ein bisschen Verarschung halt, so wie meine Videos auch sind. Aber dieser andere Song, an dem ich arbeite, nämlich mit Circle of Alchemists, mit den Jungs, die hatten nämlich eine Blink-182 Coverband früher. Und die sind, was machen die Jungs da? Und die, machen mit mir einen kleinen Pop-Punk-Rock-Song. Ich bin ja so ein kleines Rocker-Girl und liebe Gitarrenmusik und die machen hier Scheiße im Hintergrund. Auf jeden Fall, jetzt bin ich ganz aus dem Konzept. Möchte ich einen, so einen Pop-Punk-Song machen, so einen Highschool-Punk-Song, weil ich das einfach selber mega cool finde. Ich bin gespannt, wie es euch gefallen wird. Auf jeden Fall arbeite ich schon ganz lange am Text und jetzt gerade bei Bier und mit... offenen Hosen geht das natürlich viel besser. Was, Chris? Dich?
Wie kannst du denn jetzt den Arsch schon wieder zeigen? Ja. Er hat sein Minigolfspiel nicht gekriegt. Er wollte unbedingt, dass er wieder Minigolf spielen geht, aber hier gab es keinen Platz, da macht das einfach so, ne? Das wird ja Tradition in jedem Urlaub. Ja, Tradition in jedem Urlaub. Wir haben ja heute unseren letzten Abend, morgen geht's wieder zurück. Und jetzt gucken alle bitte ganz traurig, okay? Nee, du musst ja... Was ist denn dein Problem? Nochmal sagen, ja, letzter Tag, bla bla bla, und dann können wir das machen. Dann gibt das einen Sinn. Oder was? Nein, ist egal. Sinn? Enjoys Videos? Bin ich überbewertet. Der Marc ist mit, weil der unser Musikvideo gefilmt hat. Ja, der Boom. Der beste Kameramann und Cutter der Welt. Jetzt. Hier ist der Abo-Button. Gute Nacht. Wir sind heute um 6 Uhr morgens aufgestanden und unser Flug geht um 8.25 Uhr. Und ich sehe noch nach wilder Party aus. Hey, adios, Palma. Adios. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video wie immer einen Daumen nach oben. Und freut euch auf den nächsten Vlog und vor allem auf Gabi und Dieters tollen Song. Mit den beiden Freaks war ich unterwegs. Wenn ihr euch die Kanäle von denen gerne nochmal anschauen wollt, dann macht das bitte und abonniert sie und lasst einen Gruß von mir bei den beiden da. Marc, auch noch.